herzlich willkommen bei der Rapperlöser von mir für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir von Abstrakt featuring Snowgoons oder Snowgoons. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, richtig falsch ausgesprochen. Aber ihr wisst, was ich meine, meine Damen und Herren. Es haben mich schon andere in die Kommentare gepostet. Bloß, ich habe mich immer danach gesträubt, weil dieses Musikvideo ist auf 16 Bars. Wie die ganzen Hip-Hop-Portale natürlich sind, wollen die ihren Content schützen. Deswegen sind die quasi im YouTube-ID-System drin. Also jeder, der irgendwelche Bildermaterialien nutzt, Interviewausschnitte, Musikausschnitte, Musik etc., läuft Gefahr, dass das Video gesperrt wird. Deswegen habe ich mich immer dagegen gesträubt. Aber nur der alte Dominik Hildebrand hat mir einen Kommentar geschrieben, er würde sich extrem freuen, wie andere sich auch extrem freuen würden, wenn ich das machen würde. Ich hoffe, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich glaube nicht. Es ist ja der Song in allen Zeiten und Welten. Ich habe den Song schon mal angehört, das ist aber schon ein paar Jahre her. Also ich weiß nur, dass das Video so Buddha-mäßig, also so buddhistisch so gehalten ist. Mit der ganzen Buddha-Pose etc. Ich bin einfach gespannt. Ich lasse mich überraschen, was so kommt. Ich würde sagen, legen wir los. Oh. So, da war das alles gekillt. Ne, Spaß weiter. Kurz. Ah, okay. Ich habe es echt gedacht, abstrakt. Ich so, hä? Ich habe es echt gedacht, dass hier das SZ sieht aus wie Schlag im Stot. Aber okay, warte. Ist ja oldschool gehalten, obwohl der Song 2014. Oh fuck. Der Song kommt 2014 raus. Er ist schon etwas älter, also 4 Jahre. So kurz? Ja, also fast 4 Jahre. Beten ist wie mit Gott zu reden im klassischen Stil. Doch meditieren ist hinzuzuhören. Mein Flow macht Politik, gehasst und geliebt. Ich bin ein verkapptes Genie, getarnt als ein assiger Freak. Und ich fühle mich unter all diesen Plastik-MCs, als hätt's mein Heimatplanet während eines galaktischen Kriegs in seine Einzelteile zerlegt. Doch ich hab's geschafft, noch zu fliehen mit einer Armee von Indigo-Kindern auf einem Asteroid, die Natur des Geistes. Okay. Ich muss natürlich immer ein bisschen Pause machen. Ich glaube, ich habe wieder zu viel abgespielt, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es könnte sein, dass ich zu viel abgespielt habe. Wenn ja, ist RIP für das Video. Wenn nicht, ich lade es so hoch, ich probiere es, aber wenn es jetzt weg ist, ist es halt weg, ne? Dann muss ich es halt nochmal machen. Mal gucken. Also die ersten zwei Zeilen schon wieder. Beten ist wie mit Gott zu reden. Oh, halt die Schnauze, Discord. Ihr wisst Bescheid. Liebt, ich bin ein verkapptes Genie, getarnt als ein assiger Freak. Und ich fühle mich unter all diesen Plastik-MCs, als hätt's mein Heimatplanet während eines galaktischen Kriegs in seine Einzelteile zerlegt. Doch ich hab's geschafft, noch zu fliehen mit einer Armee von Indigo-Kindern auf einem Asteroid. Die Natur des Geistes, kein Baukastenprinzip. Was ich rap, ist darauf ausgelegt, dass du es siehst. Ich werde immer für dich. Okay. Die Endreime natürlich jetzt nicht so besonders, aber halt, was in den Reimen gesagt wird, ist schon. Ich kann mit dem meisten Zeug nichts anfangen. Es liegt einfach daran, dass ich in der Materie des Buddhismus und den ganzen galaktischen Zeug, was es da alles so draußen gibt, nicht bewandert bin. Ich habe keine Ahnung davon. Wie die ganzen Asteroiden, Meteoren etc., dieses ganze Universum, was da draußen so alles ist, ich habe davon keine Ahnung. Und ein Außenstehender, wie ich jetzt einer bin, wird mit dieser Musik nichts anfangen können. Ich gebe den Song trotzdem ein Like, weil ich verstehe die Intention und dieses
Genie dahinter. Ich gebe das ein Like, ganz einfach. Ich bin ein geiler Typ. Auf ausgelegt, dass du es siehst, ich werde immer für dich da sein. Immer. Egal was auch geschieht, egal was auch geschieht, bedenke, du hast es verdient. Ende. Ende. Die Heiligen wollen. Da wusste ich leider, tut mir leid. Diese Überraschung mit dem Ende, so musste ich echt schlagen, tut mir leid an der Stelle. Aber ich fand's lustig. Besonders diese Perlen, das sind nicht einfach so Perlen. Ich weiß, das hat eine Bedeutung dahinter. Auch die, ich glaube, die Anzahl hat sogar irgendwie eine Bedeutung. Aber ich weiß den Namen von den Perlen nicht, beziehungsweise von der Kette und die Bedeutung dahinter nicht. Aber ich weiß, glaube ich, haben die sogar eine Bedeutung. Die Heiligen rollen wie im Papamobil. 5-8 ist mein Team und Snowgoons bastel die Beats. Es ist Kraft, Energie, unter Wasser, Astronomie. Tauch ich im Ozean der Weisheit, wachsen mir Kiem. Mir blutet das. Oh, echt? Er taucht quasi in die Fluten der Weisheit und daraus wachsen ihm Kiem. Echt nett, Alter. Echt geil. Wer Fische unter Wasser leben, mit wie die atmen durch Kiem in seiner. Deswegen. Die Bedeutung dahinter, geil. Und besonders diese, quasi diese Doppeldeutigkeit. Och, mega geil. Weisheit wachsen mir Kiem. Mir blutet das Herz, wenn das Wissen, welches das Gute verehrt, wird nicht in den Schulen gelehrt. Um es selbst zu erfahren, musst du es wollen. Das Wesen unter dem Schleier, die Sonne hinter den Wolken. Du kannst grübeln und überlegen, mit anderen drüber reden, die verschiedensten Bücher lesen. Du musst es selbst erfahren, es reicht nicht, es zu schildern. Das Meer unter den Wellen, der Spiegel hinter den Bildern. Abstraktes. Und dann der Herr ist Snowgoon. Es ist Snowgoons. Er baut die Beats. Das wissen wir jetzt auch. Ich dachte, er hat einen Feature-Part drin, aber. Ne? Ist einfach nur der Beat-Producer. Okay. Dieser Break, auch mega nice. Das war jetzt aber nicht die Hook, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Unter den Bildern, abstrakt ist am hellsten am Strahlen. Aha. Saugt alle an mir, melkt meine Gabe doch. Passt gut auf, denn die Unwissenheit hat mich auch und sie hält mich als Sklave. Ich hab ihr Feuer gespürt und musste ihre Kälte ertragen. Du stellst mir die Frage, warum ich doch nicht so fame ey, bin. Warum bist du nicht so fame? Ich mach da halt zu selten Reklame, doch fällt mir immer wieder die Welt in die Arme. Dann weiß ich, dass ich aufstehe, wie im Bus für eine ältere Dame. Wir gelten als. Echt netter Vergleich. Und so unerwartet in so ein Text, wo sie Meteoren, Weisheit etc. Und dann kommt auf immer so ein Vergleich mit wie von Bus aufstehen für eine ältere Dame. Nicht schlecht. Kommt überraschend. Ein bisschen Abwechslung. Für eine ältere Dame, wir gelten als rare Exemplare, X-Men, bei denen dein Adcent affiges Heldengehabe letztends zu einem Felsen erstarrte. Ich bin eine weiße Taube, doch ich flieg mit den Elstern und Raben. Klar kann es sein, dass dir missfällt, was ich sage. Doch räum mich zu Hause allein und es fällt die Fassade. Du bist ein verwirrter Mensch, wenn du wirst. Dieses Bits auf X ist ohne schlecht. Er sitzt zu Hause und hört sich selber, also hört seine eigenen Tracks. Oder da hinten ist ein Bushido-Bild, oder? Oder was ist das? Also im Laptop, also in dem Notebook. Oder ist das von Chris? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es fällt die Fassade, du bist ein verwirrter Mensch. Wenn du wirklich denkst, eine ungebrochene Blume verliert beim Welken die Farbe. Mir blutet das Herz, wenn das Wissen, welches das Gute verehrt, wird nicht in den Schulen gelehrt. Okay, das ist die Hook. Okay, das ist die Hook. Gut zu wissen, jetzt haben wir das so Thema geklärt. Manchmal ist es ja so, dass Rapper einfach so die Parts rausbannern, ohne richtige Hook einfach komplett durchmachen. Wie es bei Raptor war, was wir mal geguckt haben, der hat auch komplett ohne Hook, ohne Nis, einfach komplett straight 600 Bars rausgehauen. Aber hier der Vergleich mit das mit der Welken der Blume. Deswegen, das ist eine welkende Blume, die Farbe verliert. Sie verliert nicht die Farbe, sie verblasst nur.
Denk mal drüber nach. Die Farbe. Mir blutet das Herz, wenn das Wissen, welches das Gute verehrt, wird nicht in den Schulen gelehrt. Um es selbst zu erfahren, musst du es wollen. Das Wesen unter dem Schleier, die Sonne hinter den Wolken. Du kannst grübeln und überlegen, mit anderen drüber reden, die verschiedensten Bücher lesen. Du musst es selbst erfahren, es reicht nicht, es zu schildern. Das Meer unter den Wellen, der Spiegel hinter den Bildern. Ah, es kommt wieder so ein kleiner Sample, nicht schlecht. Halt die Schnauze, das kurz. Das Video wird 2014. Und ich weiß, dass er, also wir wissen ja alle, dass Abstrakt nicht so famous, wahrscheinlich auch nicht die Mittel hat, um ein überkrasses Video abzuliefern. Aber so, in der ganzen Substanz, wie das Video ist, ist schon nice. Ist schon nice, muss man einfach sagen, muss man einfach zugestehen. Auch passend zur ganzen Atmosphäre und zu dem Text, was er performt. Höchste Wahrheit muss überall gelten. In allen Zeiten und Welten. Höchste Wahrheit muss überall gelten. Jetzt kommen wir zu den titelgebenden Track. In allen Zeiten und Welten. Sonst, ich weiß nicht mal, wie die Frau hieß. Shiva hieß sie, ne? Ich kenne halt nur den etwas kräftigen Mönch, diesen Buddha. Aber das ist ja auch eine, ich glaube, eine Göttin. Ist so ein Glaubensding? Ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Wie gesagt, ich kenne mich im Buddhismus nicht aus. Null. Deswegen tut mir leid, wenn ich irgendwas Wirres und Falsches sage. Aber ich weiß, dass diese gewisse Frau auch eine große Bedeutung hat für diesen ich denke schon. Jetzt, ihr wisst Bescheid, jetzt vorbestellen. Spaß beiseite. Wir wissen alle, es ist nicht mal 2014. Hoffe ich zumindest. Wenn ja, tut's mir leid. Richtig Oldschool-Feeling, das finde ich nice. Also der Beat jetzt. Ah, der weckt wieder Kindheitsträume. Heieiei. Na gut, meine Rap-Berührungen gingen mit den 808 Bass los. Von DJ Rackers. Aber das ist ein anderes Thema. Also. Ich hoffe, dass das Video nicht gesperrt wird. Also. Meine Meinung zu dem Track. Es ist wieder so ein Track, wo man halt auf den Inhalt achten muss und wo man minimal ist, jetzt nicht komplett vollgespickt mit solchen Anspielungen etc. Aber das sind wirklich gute Verdächtige, dass wir den Weisheit eintauchen und daraus wachsen mit Kim. Ist schon nice. Also da muss man sagen, was man will. Ist schon nice und fett. Random Lines, also das eine Random Line war das halt mit der für die Oma aufstehenden Bus. Die fand ich echt unterhaltsam mittendrin so. Der Anfang vollgespickt mit solchen Anspielungen. Und wieder ein paar Lines, wo du halt über den Tellerrand hinaus gucken musst. Und die zu verstehen und auch die feiern zu können. Ich verstehe auch nicht, warum es nur 1968 Likes hat. Bei 202 Aufrufen. Die Welt ist verrückt, meine Freunde. Die Welt ist verrückt. Ich hoffe, das Video bleibt oben. Ich hoffe, Dominik Hildebrand und die ganzen anderen Leute, die sich das gewünscht haben, fühlen sich befriedigt. Natürlich seelisch, nicht körperlich. Ich kann nicht.
Nee, ich lasse den Spruch. Jetzt bin ich komplett raus. Fuck, bin ich hängen geblieben. Egal. Fuck, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt habe ich echt einen Faden gewonnen. Es tut mir leid. Mein eigener Witz hat mich jetzt komplett aus der Fassung gebracht. Gut, da bleibt es nur eins zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Matt, irgend sinnvoll ist. Schreibt in die Kommentare Meinung, Kritik, Vorschläge. Dann in der Infobox findet ihr den Link zu 16 Bars plus den Link zu dem Song. Und andere Links in der Infobox bei mir. Aber die sind eher mal unwichtig, deswegen nur die ersten zwei Links zählen. Haut rein, macht irgendwas Sinnvolles und bis zum nächsten Video, ihr Ficker.